Hallo meine Lieben, heute habe ich ein neues Video für euch und zwar wieder ein Favoritenvideo. Und wenn ihr sehen wollt, was für welche Favoriten ich in diesem Monat habe, dann bleibt dran. Mein erster Favorit ist auf jeden Fall diese super schöne Kuscheldecke. Da steht so Wellness, Serenity, Sweet Home, Peace drauf und die ist super, super kuschelig und ich finde, im Winter sollte man auf jeden Fall so eine Kuscheldecke haben. Kann man sich schön mit einem Kirschkernkissen oder so, sich das draufpacken, schön warm halten, sich einkuscheln vorm Kamin oder vorm Fernseher. Da finde ich solche Kuscheldecken wirklich richtig, richtig schön und ich finde, jede Frau sollte so eine Kuscheldecke haben natürlich. Mein zweiter Favorit sind diese Schuhe. Ja, sie sind etwas dreckig, weil ich die jeden Tag fast anhabe. Und zwar sind die von H&M, haben mal 25 Euro gekostet letztes Jahr. Und ich finde die, also ich finde das Blumenmuster super schön. Es läutet auch schon so ein bisschen den Frühling ein. Trotzdem sind die von innen sehr, sehr gefüttert. Also sie sind wirklich sehr warm und auch wasserabweisend. Sehen so ein bisschen aus wie Doc Martens. Und ja, ich trage die halt super gerne. Mein nächster Favorit sind diese Glitzer. Die benutze ich ja auch ab und zu mal in meinen Videos. Und ich finde die wirklich klasse. Ich habe die damals auf Amazon bestellt. Es sind wirklich sehr viele Farben drin, wie ihr seht. Blau und auch grün. Auch sehr auffällige Farben. Rot, aber auch so silber und dunkelblau. Und ich finde die echt klasse, weil egal was für ein Make-up man drauf hat, kaum macht man Glitzer dazu, sieht das Outfit so viel glammäßiger, so viel pompöser und schöner aus. Mit Glitzer geht einfach alles und deswegen habe ich mir die auf Amazon bestellt. Die haben auch nur 2-3 Euro gekostet, die ganzen Farben. Kann man auch fürs Nägel machen verwenden, aber stand Eye und Nail Glitter. Und die sind von Neverland und ich finde die wirklich, 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 wirklich super. Und dann kommen wir zu meinen letzten zwei Favoriten und das sind zwei Bodyprodukte und zwar einmal dieses I Love Mango and Papaya. Davon habe ich auch noch Himbeere und ich finde die wirklich super. Es sind halt so Bodysprays und ja, im Winter natürlich braucht man so Bodyspray vielleicht nicht so oft, aber ich finde, wenn man so zum Sport geht oder generell aus dem Warm kommt, ein bisschen einfach geschwitzt hat, aber nur so ein bisschen, finde ich, ist es doch schöner, sich mal auch so ein bisschen zu erfrischen, auch im Winter. Vor allen Dingen, wenn man halt so fest, so warm eingepackt war. Und dann kommt man halt ins Warme und einem ist so heiß. Und anstatt dann halt alle Fenster aufzureißen, finde ich so ein Bodyspray auf jeden Fall schon viel, viel besser. Und das, die riechen auch so, so, so gut. Kommen wir zum letzten Favorit. Und das ist diese Darf Pure Verwöhnung Body Lotion. Die habe ich zu Weihnachten bekommen und jetzt ist meine alte leer und ich benutze die. Und die ist wirklich so gut. Also ist mit Shea Butter und Vanilleduft und Deep Care Komplex für alle Hauttypen. Die riecht angenehm. Die riecht nicht so krass vanillig oder nach Shea Butter. Es ist halt wirklich noch ein angenehmer Duft. Es riecht nicht zu doll. Und ich finde, die pflegt wirklich sehr, sehr gut. Also jedes Mal nach dem Duschen oder Baden verwende ich diese Bodylotion und man hat danach so geschmeidige Haut. Also von da kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Dazu habe ich auch noch die Dusche. Davon, ja, sie riecht genauso. Die Dusche ist in Ordnung. Da merke ich jetzt nichts groß anderes dran. Aber die Bodylotion ist doch wesentlich besser als die, die ich davor hatte. Und ich denke mal, dabei werde ich auch beim nächsten Mal bleiben. Aber bis so eine Bodylotion leer ist, dauert es ja auch erstmal eine Weile, ne? So, das waren alle meine Favoriten. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Ich verlinke euch, soweit es geht, alles in die Infobox. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Und lasst mir doch ein Like da, ein Abo würde mich auch sehr freuen. Bei 100 Abonnenten mache ich ein kleines Gewinnspiel. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss!